Martin, danke, dass du dir die Zeit genommen hast für uns hier in der Arena. Dankeschön, danke, dass ich hier sein darf. Ja. Was fasziniert dich so am Basketball, dass du dich dazu entschieden hast, Profi zu werden? Einfach die Abwechslung. Ich meine, es ist immer schwer, es Leuten zu erklären, weil viele versuchen das ja so mit Fußball zu vergleichen zum Teil. Für mich ist das einfach diese Athletik, diese Geschwindigkeit, diese ganz vielen verschiedenen, sagen wir mal, Attributen, die ein Spieler haben kann. Zum Beispiel ein guter Werfer wie Keith Hornsby oder ein besserer Athlet wie jemand anderes. Und das ist, was mich fasziniert. Im Fußball ist das halt, man hat einen bestimmten Spielertypen und von der Größe her, von der Schnelligkeit her, aber da ist jetzt nicht so viel, was ich, in meiner Meinung nach, ne? Und das fasziniert mich so am Basketball und es ist immer, für mich ist da immer irgendwas, woran man besser werden kann. Mhm. Du warst ja in den USA auf dem College oder auch auf zwei Colleges eigentlich. Was hat dir das gebracht in deiner persönlichen Entwicklung, aber auch in der sportlichen Entwicklung? Ich denke, persönlich war es für mich einfach an der Zeit, auch erwachsen zu werden. Weg von zu Hause, alleine. Klarzukommen mit, sagen wir jetzt mal, mit ein bisschen Geld, Miete zahlen und dem allen Möglichen, also so erwachsen zu werden in der Art. Im Sportlichen, ja, einfach dazuzulernen. Ne? Also ich bin ja, ich habe die U19, ich habe ein Jahr NBBL oder vielleicht sogar zwei Jahre NBBL, das weiß ich gar nicht mehr, gespielt und da lernt man noch nicht so extrem viel. Aber im College lernt man sehr, sehr viele Details, da guckt man sehr, sehr viel Video, was man ja in Deutschland in der Jugend nicht wirklich macht. Und da lernt man immer mehr dazu und da kann man dann sagen, okay, da habe ich konstant was dazugelernt. Mhm. Auf welchem Gebiet hast du dich denn am meisten weiterentwickelt auf dem College? Was war so der größte Schritt, den du da gemacht hast, basketballerisch? Klingt zwar komisch, aber ich denke mentale Stärke. Weil im College, meiner Meinung nach, war es immer, muss kräftig sein, athletisch, ne, und ja, und das habe ich versucht zu imitieren. Ich habe versucht, meine 105 Kilo zu kriegen, athletisch zu spielen, aber das war einfach nicht. Ich bin nicht vom Körperbau so, der schnell zunimmt. Und deswegen, als ich dann zum Beispiel nach Deutschland gekommen bin, da war es zum Beispiel in Ludwigsburg nicht so wichtig, dass ich schwer bin. Hauptsache, ich spiele meinen Style und profitiere davon. Mhm. Jetzt stell dir mal vor, du wärst ein paar Zentimeter kleiner. Meinst du, du würdest dann auch als Profi eine Rolle spielen können, wenn du jetzt ein bisschen kleiner wärst? Oder anders gefragt, bringst du Fähigkeiten mit, die dich auch für einen Point Guard oder vielleicht auch für einen Shooting Guard qualifizieren könnten? Würdest du da auch auf den Positionen klarkommen, wenn du jetzt mal wegen 1,90 wärst? Ich denke, es ist so eine Gewöhnungssache und eine Sache von Training. Ich würde sagen, es würde eine lange Zeit dauern. Da bräuchte ich einen Trainer, der sehr, sehr viel Geduld mit mir hat, das zu lernen. Aber ich habe tatsächlich auch im College ein bisschen die Eins gespielt. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das ab und zu sieht im Spiel. Aber ja. Naja, du hast ja schon eine gewisse Agilität, ne? Wenn man das mit anderen Big Men vergleicht. Aber für mich ist das einfach nur diese Reps, worauf ich achten muss, wenn man zum Beispiel als Point Guard von einem Screen kommt, dass man dann im Blick hat, was man zuerst macht, worauf man achten soll. Ich glaube, das habe ich nicht so wie in Braden oder wie in Phil Pressey. Und das ist, wo drin ich einfach noch Monate trainieren müsste. Und was würdest du denn sagen, wie viel Prozent sind Talent und wie viel Prozent Arbeit, wenn es jemand zu einem Profi bringen möchte? Das ist eine komische Frage. Ich hatte gar nicht mal so auf dich bezogen. Nein, ich hatte im College Leute, die waren super talentiert, aber überhaupt nicht hardworking und sind trotzdem in der NBA gelandet. Jetzt einer von mir, von meinen alten Roommates in Orlando. Dann hatte ich andere, die waren nicht so talentiert und haben mit harter Arbeit auch viel erreicht. Ne? Aber ich denke, eine Kombi von beidem auf jeden Fall. Also man muss schon ein gewisses Händchen und ein gewisses Talent haben, Voraussetzungen haben. Und von da aus kann man noch mehr erreichen. Es ist immer die Frage, was man erreichen möchte persönlich. Ja. Man muss ja auch ziemlich viel Arbeit investieren. Also man muss an sich selber arbeiten, man muss einen gewissen Lebensstil pflegen. Ja.
Könnte man auch, gibt es sowas wie an der Stelle, dass man sagen würde, das ist zu viel? Also, dass das dann auch kontraproduktiv werden könnte? Ja, also ich habe tatsächlich auch ab und zu viele Gedanken, worüber ich mir mache, was eigentlich gar nicht sein sollte. Mhm. Ich mache mir manchmal Gedanken über Sachen, die ich nicht mal kontrollieren kann. Und das ist dann zum Beispiel im negativen Sinne. Mhm. Und das muss man auch lernen, dass man die dann abschaltet. Ja. Also eigentlich auch eine psychologische Geschichte, genau. Dass man einfach auch mit gewissen Situationen klarkommen muss. Ja. Ich meine, Druck ist ja da, ne? Mhm. Und macht sich wahrscheinlich auch selber Druck. Und das darf halt nicht ins Negative umschlagen. Ne? Auf jeden Fall. So eine herausstechende Fähigkeit von dir ist ja, wenn man das mit anderen größeren Spielern vergleicht, so dieses Face-Up zum Korb, den Korb attackieren. So, warum kannst du das so gut? Wie ist das gekommen und wie hat sich das entwickelt? Ich denke einfach, wie du schon angesprochen, ich bin einfach ein paar Zentimeter kleiner und ein bisschen schmaler als die meisten Center in der Liga. Und da muss man einen Weg finden, produktiv zu sein. Also ich hatte in den letzten Jahren zum Beispiel das Glück, dass mich Trainer auf eine Position gesteckt haben, wo ich ja eigentlich immer gespielt habe, aber immer von mir verlangt haben, ich soll was anderes machen, was ein wirklicher Big Man macht. Mhm. Und daraufhin konnte ich dann arbeiten. Und mittlerweile ist es mehr ins Midrange Jump Shot gegangen und auch zum Werfen und zum Face-Up und so weiter, was ich ja vorher im College zum Beispiel nie gemacht habe. Im College war wirklich alles nur Back to the Basket, aber jetzt ist es viel, viel weniger Back to the Baskets. Also es ist einfach, man muss dazu lernen. Mhm. Du gehörst ja jetzt zu den Spielern, die ein gutes Pick-and-Roll spielen können. Gibt es da so ein Betriebsgeheimnis oder gibt es in dem Bereich eigentlich gar keine Geheimnisse mehr? Ich weiß nicht, ob es ein Geheimnis ist. Ich versuche einfach nur so schnell wie möglich zu rollen, weil das macht es sehr schwer für andere Big Men rückwärts zu laufen und ich kriege dadurch auch meine Mitspieler frei. Weil dadurch zum Beispiel von der Helpside ein bisschen was unterm Korb rotiert werden muss und dadurch werden dann Werfer offen und ich versuche einfach nur so schnell wie möglich zu rollen. Ja. Es ist einfach, sich beim Pick and Roll mit einem guten Point Guard, der vielleicht auch eine gute Grundausbildung hat, Das kommt dann schon von selbst oder ist das schon wirklich sehr viel Feinabstimmung im Training auch? Das ist auf jeden Fall Feinabstimmung. Also ich hatte auch schon mal in der Vergangenheit Situationen, wo es in meinem ersten Jahr überhaupt nicht geklappt hat und im zweiten Jahr hat es dann auf einmal geklickt. Ich denke, das war auch mit Braden zum Beispiel jetzt der Fall, dass es am Anfang der Saison noch nicht so ganz war, weil er noch nicht wusste, wie man mich anspielen soll oder wie ich die Situation lesen soll. Und das ist jetzt in den letzten Spielen öfters passiert, dass er mir einfach den Ball gepasst hat und dann konnte ich unterm Korb easy finishes oder ich konnte weiter passen und so weiter. Ja. Ihr müsst ja leider ohne Zuschauer spielen. Ja. Wie schafft ihr es dennoch so als Team, euch auf so ein emotional oder auf das nötige emotionale Level zu bringen? Also so, dass man auch wirklich Gas geben kann im Spiel. Wie läuft das bei euch ab? Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei den anderen ist. Für mich ist das einfach persönliche Competition. Also ich liebe es, in der Competition zu sein, ob es jetzt gegen ein München-Team ist, ob es gegen ein MBC-Team ist, ob es gegen Gießen ist, wen auch immer. Für mich ist es einfach immer viel, viel schöner, im wirklichen Spiel mit Referees zu sein und hoffentlich auch mit Fans, aber ja, als im Training zu sein, auf jeden Fall. Ja. Das heißt, du liebst die Competition, das heißt, du würdest auch, wenn du jetzt einfach mit ein paar Leuten auf dem Freiplatz zocken gehen würdest, würdest du trotzdem gewinnen wollen. Auf jeden Fall. Nicht einfach nur ein bisschen rumdaddeln, sondern. Ja. Ich bin immer ich bin sehr ehrgeizig. Ja. Also ich bin. Du würdest auch gegen ein Kindergartenteam voll durchziehen. Nein, das tue ich wirklich nicht. Da ziehe ich dann eine Linie. Aber sobald ich verstehe, dass es. Wo es mir an Training ein bisschen drängt, also wo ich sage, so, okay, hieraus könnte ich was lernen. Dann versuche ich da schon Vollgas zu geben und immer zu gewinnen. Und das ist in jeder Sportart, ob es im Basketball ist, ob es im Golf ist oder. Es geht ja persönlich nur in dem Falle um mich und nicht um was anderes dann. Okay. Warum hast du eigentlich die 12 auf dem Trikot? Die 12? Ich hatte. Im College habe ich zuerst die 10 getragen. Dann war sie besetzt und dann habe ich auf die 12 geändert. Und der Grund ist, die Nummer 1, 2 und 8. Die drei Nummern sind die Geburtstage von mir und meinen Geschwistern.
Also das hängt alles so ein bisschen. Wir haben alle dieselben Nummern, aber halt auf Okay, den ja. Monat und auf den Tag verteilt. Das heißt, wenn dreistellige Nummern auf dem Trikot erlaubt wären, hättest du die 128? Wahrscheinlich, ja. Ah, okay. Ich habe gehört, dass du auch gerne Serien guckst und Entourage soll angeblich deine Lieblingsserie sein. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Lieblingsserie würde ich jetzt nicht sagen, Okay, aber also ja. ich muss zu meiner Schande gestehen, ich kenne die nicht. Ja. Ja. Was passiert denn da? Warum findest du die so gut? Es geht einfach um so einen Movie-Star, der versucht durchs Leben zu kommen und der auch versteht, dass es schwer ist, an so eine Acting-Career zu machen. Und es geht einfach darum, dass er seine Kollegen hat, die mit ihm leben, die auf ihn aufpassen und so und die das Leben auch so ein bisschen genießen. Darum Ja. geht es eigentlich. Und ich schaue es einfach nur für Fun. Also Ja. ich bin so ein bisschen Serien-Junkie, so unterwegs. Ich gucke sehr viel YouTube. Ich gucke mir auch Serien fünfmal an, solange ich einfach da sitzen kann und mich entspannen kann. Ich kann mir vorstellen, dass in der Pandemie so die Leute da draußen öfter jetzt schon mal eine Serie gucken. Ja. Was guckst du denn gerade so und was würdest du jemandem empfehlen? Also gibt es so ein, zwei Sachen, die du aktuell empfehlen würdest? Ja, tatsächlich kommt bald eine neue Staffel Handmaid's Tale raus. Die ersten, ich glaube, ersten zwei oder drei Staffeln, ich glaube drei, es kommt die vierte raus. Die ersten drei Staffeln hat auch so ein bisschen angefangen, dass man darüber nachgedacht hat, letztes Jahr, jetzt ist die Pandemie und das ist passiert auch wirklich in dieser Serie so ein bisschen. Also es ist nicht ganz so gleich, aber wie es enden könnte. Und das finde ich sehr interessant. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen zu gucken. Okay. Was machst du denn in Oldenburg, wenn du mal nicht in der, wenn du dich mal nicht in der Basketballhalle rumtreibst oder vom Pressesprecher zum Interview genötigt wirst? Ja, ich bin gerne zu Hause, gucke ein paar Serien, spiele PlayStation mit ein paar Freunden und gehe mit den Hunden spazieren. Wo gehst du da so hin? Ab und zu waren wir in der Hunte, wir waren auch ein paar Mal am Beachclub im Eberstenholz. Jetzt seit neuestem, jetzt zum zweiten Mal haben wir denen jetzt das Fahrradfahren beigebracht, weil ja Was, den jetzt, Hunden? ja, also, beziehungsweise, dass sie Ah, neben uns okay. Ah, laufen. okay. Dass sie neben uns laufen, wir fahren Fahrrad. Es ist ja jetzt gerade Brutzeit und wir können die gerade nicht von der Leine abmachen, Okay. deswegen haben wir denen beigebracht, neben dem Fahrrad zu laufen, damit sie ein bisschen Auslastung kriegen. Wie viele Hunde habt ihr? Zwei. Wie heißen die? Bibi und Filou. Was ist denn für dich ein perfekter Tag? Ein perfekter Tag. Schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Es kommt darauf an, in welcher Situation ich bin, ob ich jetzt in der Saison bin oder außerhalb der Saison. In der Saison, was wäre dann ein In perfekter der Tag? Saison würde ich sagen Game Day. Ganz normal. Das ist für mich ein perfekter Tag. Ich stehe auf, gehe mit den Hunden, Ja. komme zum Shootaround, esse was, leg mich was hin, dann komme ich zum Spiel. Ja. Martin, vielen Dank, dass du dir die Dankeschön. Zeit genommen hast. Auf jeden Fall. Immer gern.